Damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Video Diablo 3 und euer Spooky VF. Kleines, was wollte ich denn gerade machen? Kleines Infovideo. Und ja, es geht darum, um ein neues Projekt, das in meinem Kopf schwebt. Ich wollte noch irgendwas machen. Sorry. Ah, hier piepst überall. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ah, genau, ich wollte hier die Musik mal ausmachen, weil wir haben ja hier mal mit Hintergrund, das wollte ich mal testen. Jurassic Park Melodie, ich liebe diese Melodie. Ach, jetzt müssen wir auch noch warten. Mann, leck mich doch. Naja, okay. Halten wir wohl noch durch. Kann man hier wenigstens mal die Paragons verteilen. So. Ja, Infovideo zu dem neuen Format. Ich habe es im Super Sunday Special schon angesprochen. Allerdings, ist das Super Sunday Special, sind mehrere Themen. Hier soll es dann nur um das Thema gehen. Und das neue Projekt, der Verschwörungstheoretiker, beziehungsweise die Verschwörungstheoretiker. Wo wir uns eine Verschwörungstheorie ausdenken und die über die berichten. Ja, die ausdiskutieren, darüber labern, auch mit Gästen. Also, ich habe da schon einen Gast gesichert für die erste Folge. Dann heißt es auch die Verschwörungstheoretiker. Wenn ich das selber mache, heißt der Verschwörungstheoretiker. Wir werden dann zusammen zocken. Ich hoffe, die Hintergrundmusik ist nicht so laut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen experimentieren. Ja, wir können dann zusammen zocken, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass ich zocke und einfach und der andere nur redet und die Verschwörungstheorie vorstellt. Also wie wir das aufziehen, das ist noch ein bisschen in Planung. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und ja, ich freue mich drauf, vor allem auf den ersten Gast schon. Das bleibt jetzt bis jetzt noch geheim, aber ich habe diesem Gast ja auch eigentlich die Idee zu verdanken und deswegen fand ich es nur angebracht, dass es der erste Gast ist in dieser Rolle, in diesem Format und auch direkt in der ersten Folge dabei ist. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drauf, es könnte sehr interessant sein. Was machen wir genau? Also wir erholen eine Verschwörungstheorie, entweder recherchieren wir im Internet nach einer Verschwörungstheorie, analysieren die, legen die euch nahe, erklären die euch, machen ein bisschen Quatsch mit Soße. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass es eine bekannte Verschwörungstheorie ist. Es kann auch sein, dass wir uns selber eine ausdenken. Kommt ganz drauf an. Ja, da bin ich flexibel drin. Müssen wir eben einfach gucken. Das kann man ja auch abwechselnd machen. Ich hoffe, da werden sich noch mehr anschließen. Dass da noch weitere Leute dabei sein als Gast. Das würde mich sehr freuen. Das wäre sicherlich sehr interessant. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Sowieso, ich werde die nächste Zeit viel mehr mit der Community zusammen machen. Nicht mehr allein. Ich bin gerade eingeladen worden am Montag mit Max Bode. Koop Diablo zu recorden. Ich war ja schon im Livestream dabei. 10 Minuten Asom, 10 Minuten Gaming. Da werden wir ein bisschen was rekorden. Freue ich mich auch schon tierisch drauf. Und dann eben, wie gesagt, dieses Koop-Format von mir. Dann werden wir eventuell noch einen richtigen Gamer-Clan erstellen mit zwei guten Kumpels von mir. Da weiß ich aber jetzt noch keine weiteren Informationen. Das ist bis jetzt nur angeschnitten. Die haben sich das überlegt und hätten mich da gerne mit an Bord eventuell. Und das hört sich auch sehr interessant an. Und das so richtig aufziehen. Ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich denke, das kriegen wir auch ganz gut hin. Mehr Details und so wird es dann in Zukunft drüber geben, wenn wir da genaueres wissen. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ach, jetzt fängt der geilste, ewigste Moment an. Jetzt kommt die Musik richtig raus. Oh, ich krieg Gänsehaut, Leute. Oh. Du. Oh! 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 Ja, voll lauter hier alle Knöpfe gedrückt, außer die ich wollte. Ja, ich glaube, wenn das jetzt klappt mit der Hintergrundmusik so und ich auch noch die richtige Einstellung finde, ich vermute, das hier wird teilweise noch ein bisschen zu laut gewesen sein,
dann werde ich das öfters mal machen. Ja, mit so schönen Tracks wie hier Jurassic Park, vielleicht noch Indiana Jones oder Star Wars Melodien. Das ist, muss natürlich auch immer gucken, inwiefern die ganzen Dinger frei sind, lizenzfrei. Ist ja auch nicht ganz so einfach auf YouTube mehr mittlerweile. Ich hoffe, dass hier ist lizenzfrei. Oh, wow, 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 wow. Meine Liebe, 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 Leute. Das ist aber cool, ich kann durchwirbeln und den Rest machen meine Uhr an. Das geht also auf 35 auch ganz gut. Eben habe ich auf 35 übelst gefehlt, habe ich das Griff gar nicht geschafft, gerade hier vor der Aufnahme. Und jetzt, ja, es kommt halt immer ein bisschen auch auf die Gegner dann eben. Das war so abartig. Ich weiß gar nicht, war instant laufen tot. Ich verstehe das nicht. Hier seht ihr ja das gleiche Griffstufe. Ich verstehe es einfach nicht. Manchmal ist es echt lächerlich. Manche Gegner haben so viel, sind so überpowered. Hatte ich noch eine Minute Zeit für den Griff-Boss, da hätte ich es noch fast geschafft, weil ich am Schluss aufgeholt habe. Da sind mal normale Gegner gekommen. Ja, aber hat dann doch nicht gereicht. Aber da sind wir ganz gut im Timing. Ich glaube, ja, hinten, das Lied geht auch gleich vorbei. Ich glaube, die Version geht 7 Minuten noch was. Haben wir ja ganz gut gemacht, würde ich mal sagen. Oh! Fick. Fick Dreck. Dinosaurier hat uns getötet. Tetrasaurus. Oh, ich hab falschen Knopf gedrückt, Alter. Schon wieder. Ich hasse das, wenn mir das passiert. Ja, wie gesagt, weitere Infos wird es dann in Zukunft geben. Auch auf meiner Fanpage. Ah, verdammt, ey. Komm, das muss jetzt nicht sein. Das ist so gut gelaufen jetzt. Ja, auf meiner Fanpage auf Facebook. Die Links stehen in der Beschreibung. Genauso wie die Links zu den Leuten, mit denen ich Core-Projekte am Start hatte oder hatte oder habe. Findet ihr alles in der Beschreibung. Und ja, könnt ihr mal auf meiner Fanpage vorbeigucken. Auch der Link zur Independent Let's Player Gruppe, der besten Community der Welt, steht auch unten in der Beschreibung. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und wir sehen uns auf meiner Fanpage oder so. Könnt ihr auch Anregungen gerne geben, was ihr in Zukunft sehen wollt und so weiter und so fort. Das Lied ist vorbei, der Boss ist down, das ist ja fast perfektes Timing. So, ich werde jetzt hier Edelsteine aufwerten, ich werde jetzt nicht weitermachen, weil es gibt hier noch ein paar aufzuwerten. 70% ist mir zu wenig. Wo waren das? Was wollte ich noch? Ah, hier für meinen, den will ich auch mal noch aufwerten. So, aufwerten. Wir haben ja nur einen Legendary bekommen, Messerschmitts Räuber. Komm, den identifizieren, weil dann kann ich hier gerade die Aufnahme beenden, bevor wir in die Stadt gehen. Und eben am Anfang der Aufnahme hat Facebook wieder angefangen zu randalieren. Muss ich jetzt mal gucken, was da nochmal los ist. Gibt es momentan immer so viele neue News, alte News, sinnlose News, News. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, euer Spooky4F. Yeah!